CDU-Chef Merz baut in der Partei um. Am Mittag hat er Carsten Linnemann als neuen Generalsekretär vorgestellt. Der 45-Jährige löst Mario Chaya ab, der nach nur anderthalb Jahren den Posten räumen muss. Linnemann gilt als konservativ und meinungsstark. Er gehört wie Merz dem Wirtschaftsflügel der Partei an. Nun ist es offiziell. Carsten Linnemann wird neuer Generalsekretär der CDU. Einstimmig hat das Präsidium am Vormittag dafür gestimmt. Er löst Mario Chaya ab. Der soll sich in Zukunft verstärkt um Sozial- und Gesundheitspolitik kümmern. Leicht sei dem CDU-Parteichef Merz die Entscheidung nicht gefallen, erklärt er. Aber Carsten Linnemann ist fest verankert in der CDU. Er genießt in der Partei sehr hohes Vertrauen. Und er hat auch als Vorsitzender der Grundsatzprogrammkommission bereits gezeigt, dass er politisch, strategisch denken kann, konzeptionell denken kann und gute Vorschläge machen wird, wie wir auch in Zukunft die CDU aufstellen. Der neue Generalsekretär will vor allem den Mittelstand fördern und schaut mit Sorge auf die hohen Preise. Wir sehen in Deutschland zusehends eine Polarisierung und eine Inflation, die sich verfestigt, fast zementiert bei über 5%. Die Kerninflation ist immer noch bei über 5%. Es trifft also die kleinen Leute in diesem Lande. Und in so einer Zeit erwarten die Menschen von der Politik Orientierung und Halt. Linnemann gilt als konservativ. Vor den Europa- und Landtagswahlen sehen viele in der Partei offenbar Handlungsbedarf. Das bedeutet, dass Friedrich Merz jetzt die Chance hat, die CDU wieder in die Mitte zu öffnen. Wenn er jetzt einen Generalsekretär hat, der sehr konservativ ist, hat er die Chance, die Brücken zu bauen, die nötig sind zur gesellschaftlichen Mitte, auch zu den Grünen, auch zu den Liberalen. Die CDU muss Carsten Linnemann als Generalsekretär auf dem nächsten Parteitag im kommenden Jahr bestätigen. Bis dahin soll er das Amt kommissarisch übernehmen. Und über diesen Personalwechsel spreche ich nun mit unserer Korrespondentin Claudia Kornmeier in Berlin. Der neue kommissarische Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, hat in seiner Rede bei der Pressekonferenz in den ersten drei Sätzen sehr oft das Wort sofort benutzt. Er betonte mehrfach, er wolle sofort loslegen und hart arbeiten. Muss da jemand etwas beweisen? Naja, also er will zumindest klar machen, worum es ihm geht und dass er die Sachen jetzt anpacken will. Beweisen muss er sich natürlich jetzt auch. Also darum geht es, wenn man einen neuen Job anfängt, muss man beweisen, dass man es schafft, dass man es besser als der Vorgänger schafft, der jetzt dann ja auch überraschend nach relativ kurzer Zeit, nach 1,5 Jahren gehen musste. Also ich würde sagen, ja, er muss etwas beweisen und das werden wir jetzt sehen, ob es ihm gelingt. Was ist denn ganz grundsätzlich die Aufgabe eines CDU-Generalsekretärs? Also die Aufgabe eines Generalsekretärs ist es, in der Öffentlichkeit die Positionen der Partei zu kommunizieren. Und wenn das eine Partei ist, die in der Opposition ist, wie es die CDU ja im Moment im Bund ist, dann geht es auch um Angriff, Attacke, Angriff der Regierung. Also man kritisiert die Regierung, man positioniert sich im Gegensatz als Oppositionspartei zu der Regierung. Und dann hat ein Generalsekretär aber auch Aufgaben nach innen in die Partei. Also er sollte bei der Basis präsent sein, dort die Stimmung aufnehmen, dort so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln. Und er ist auch so eine Art Projektmanager, wenn es zum Beispiel um Wahlkampagnen geht oder Parteitage. Das liegt auch klar in der Hand eines Generalsekretärs. Wenn ich Sie richtig verstehe, Attacke nach außen und nach innen kümmern, Projektmanagement, inwiefern hat denn Mario Chaya diese Aufgaben nicht so sehr erfüllt? Also er wird da in jeder Hinsicht kritisiert. Also kritisiert wird an ihm, dass er zu wenig in der Öffentlichkeit präsent war, dass er auch zu vermittelnd war, also zu wenig Attacke, zu wenig angreifend, die Regierung zu wenig angegriffen hat. All das wurde ihm vorgeworfen und dann zum Beispiel auch, dass solche Dinge wie eine Kampagne zum Heizungsgesetz, dass das nicht funktioniert hat. Also dass er auch da als dann in dieser Aufgabe Projektmanager nicht geliefert hat. Was erhofft sich die CDU denn nun von ihrem neuen Generalsekretär? Dass er all das besser macht, also insbesondere mehr so der Angreifertyp ist, das wird ihm nachgesagt. Organisatorisch sind die Erwartungen auch, dass er es etwas besser hinkriegt, zwischen Partei und Fraktion zu kommunizieren, dass da das Ganze etwas besser läuft. Aber eben auch nicht nur anzugreifen, sondern auch inhaltlich Alternativen zur Politik der Regierung öffentlich zu machen, zu sich zu positionieren, die CDU an dieser Stelle zu positionieren,
Carsten Linnemann hat ja auch schon normalerweise auch eher eine Aufgabe eines Generalsekretärs. Die arbeiten an dem neuen Grundsatzprogramm der CDU verantwortet. Also das heißt, er ist da zumindest in der Arbeit drin. Und deswegen ist klar die Erwartungshaltung jetzt, dass er klar macht, wofür die CDU steht. Das hat er heute selber in der Pressekonferenz eben auch so angekündigt. Er will das klar machen. Er will klar machen, was ist CDU pur. Nun wurde Friedrich Merz in der Pressekonferenz auch gefragt, ob es sich bei diesem Wechsel in der Position um einen Richtungswechsel handelt. Er sagte dann, nein, das ist ein Personalwechsel. Inwiefern trifft das zu? Also ich würde sagen, das ist jetzt eine Frage, was versteht man unter dem Wort Richtungswechsel? Ab wann hat man die Richtung gewechselt? Es ist auf jeden Fall eine Veränderung, darum geht es ja auch. Man will dort an der Spitze auch etwas verändern. Man will jemanden haben, der mehr der Angreifertyp ist, so heißt es, der eben mehr die Regierung an diesen Stellen dann auch an den kritischen Stellen vorführt. Es wird aber, denke ich, auch eine inhaltliche Veränderung damit einhergehen. Also Carsten Linnemann gilt als konservativ, wirtschaftsnah. Die Wirtschaftspolitik wird sich ja verstärkt in den Fokus der Partei rücken. Friedrich Merz hat es auch selbst gesagt in der Pressekonferenz. Nach dem Sommer ist mehr oder weniger Halbzeit zwischen den beiden Bundestagswahlen. Zeigt sich die CDU zum jetzigen Zeitpunkt auch mit diesem Personalwechsel eher stark oder eher schwach und orientierungslos? Das wird man sehen müssen, weil es stehen jetzt ja auch, also es ist Halbzeit auf Bundesebene, aber stehen ganz konkret Landtagswahlen an, jetzt im Herbst in Hessen und in Bayern und dann im kommenden Jahr in drei ostdeutschen Ländern. In Hessen und Bayern steht die Union ganz gut da. In den ostdeutschen Ländern ist das nicht der Fall. In den Umfragen, da ist zum Teil auch die AfD, liegt sie vor der CDU, der Partei, also der AfD gelingt es viel mehr von den Misserfolgen der Bundesregierung, also der Ampelkoalition zu profitieren. Also das ist etwas, wo die CDU jetzt auch Nachholbedarf hat, wenn sie bei diesen Landtagswahlen in Ostdeutschland erfolgreich sein wird. Das ist jetzt sicherlich eine Aufgabe, an der sich auch Carsten Linnemann wird messen müssen. Vielen Dank, Claudia Kornmeier, für Ihre Informationen und Einschätzung.